kann man mit einem BMW i3 an einem Tesla Supercharger laden. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich bin gespannt. So, der Test beginnt. Typ 2 Stecker, das ist auch ein Typ 2 Stecker. Tesla haben zwar einen anderen Typ 2 Stecker, aber probieren kann man es ja mal. Ich stecke den rein, dann macht es Klack. Und jetzt schauen wir mal, kann man mit dem i3 am Supercharger laden. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe mal ins Auto, wir gucken uns mal das Display an. So, geschwind eingestiegen und jetzt schauen wir mal, auf meinem Display steht gar nichts. Ich kann also nicht hier laden, oder? Ich drücke noch mal ein paar Tasten hier. Nein, also da kommt nicht mal eine Fehlermeldung. Das wundert mich direkt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass gleich eine Fehlermeldung kommt. Aber nichts von dem. Sondern jetzt steht was da. Was steht da? Kabel, Ladekabel abstecken. Okay, also so wie es ausschaut, können wir nicht am Supercharger laden. Ich habe mal einen gesehen, der hat behauptet, es geht. Kann aber auch sein, dass der es gefaked oder gelogen hat. Schauen wir mal. Also, Fazit, laden am Supercharger vom Tesla geht nicht. Hätte mich auch jetzt wirklich überrascht, wenn es sofort geklappt hätte. Aber es war mal witzig, das jetzt auszuprobieren. Vielleicht probiere ich das mal ein andermal wieder aus. Vielleicht bei einem anderen Charger. Vielleicht gucke ich auch mal ein bisschen im Netz, ob es da irgendwas gibt. Ich würde gerne nur schaffen. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht nutzen, weil ich habe eine gute Ladekarte, mit der kostet Laden sich 1,25 Euro, 1,50 Euro sowas. Also aufs Geld kommt es nicht drauf an. Aber es wäre schon irgendwie witzig, das mal hinzubekommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Video gucken. Und wer noch Fragen zum Thema Elektromobilität hat, können Sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, ich habe mittlerweile mir ein ganz gutes Wissen angeeignet. In diesem Sinne, wunderschönen Tag noch.